Was hört ihr jetzt? Beides? Alles? Ja. Juhu! Wie ist das Lautstärkenverhältnis? Beides alles perfekt, sehr geil. Ich suche gerade mein Handy, ich habe keine Ahnung, wo es ist. Ist egal. Ja, natürlich bin ich die Beste. Wartet, ich bin mal eben in 2 Sekunden 10 wieder da. So, ging doch. Juhu, da alles perfekt. Das würde ich sagen, wir legen jetzt endlich los. Ich entschuldige mich mehrfach für diese Verspätung. Das war nicht so geplant. Ich habe keine Ahnung, was das ganze Problem war. Und es hat mich jetzt übelst abgefuckt, wenn ich das mal so sagen darf. Aber egal, Hauptsache es geht. Wir legen jetzt einfach mal schnell los. Neustart. Ach so, ich bin ja auch noch Test. Das geht ja gar nicht. Wer heißt denn bitte Test? Besser. Wenn ich nicht ich bin, dann funktioniert das nicht. Disconnected? Ah. Da war jetzt gerade der Chat weg. So, sucht euch mal einen Modus aus, meine Lieben. Ich würde ja sagen, wir nehmen zumindest also eingeschneit. Schneesturm, weiß ich nicht. Schneesturm, bist du sicher? Was für ein Sommer, da gibt's keinen Sommer, du Spaten. Also, seid ihr wirklich für Schneesturm? Bitte mal alle jetzt hier Wortmeldung geben. Na gut, Schneesturm. Bitte, bitte. My dear, you might find it uncharacteristic of me to invite you to spend Christmas in my home. But you see, I've been suffering from strange visions, and I'm old and feel the breath of death like never before. It's Christmas Eve, and I ask that you come to see me as soon as you can. I don't have anyone else who can help. Sincerely, Uncle Ebenezer. Ja, das ist der Brief von gerade. Den müssen wir uns nicht nochmal angucken. Hä? Ach, wir müssen nur die Tür anklicken, lol. Das ist Onkel Scrooges Haus. Er lädt mich nur äußerst selten zu sich ein, deshalb mache ich mir Sorgen. Neue Aufgabe. Begegne Onkel Scrooge. Kann ich hier was mitnehmen? Nein. Oh. Nussknacker. Go away. Oh, was ist das? I won't let my miserable master mistreat you any longer. He deserves to be alone on Christmas. Thank you.
denn für einer? Also ehrlich. Jetzt. Das Tor ist abgeschlossen, nur mein Onkel hat den Schlüssel. Ach so. Die Option wollte ich eigentlich auch gar nicht. Was gibt's hier denn noch? Fängt ja schon gut an hier. Ach so, der Zeiger verwandelt sich gar nicht, wenn man was anklicken kann. Och, wir können ja schon direkt wimmeln. What the fuck? Das ging aber schnell. Darauf war ich jetzt gar nicht... eingerichtet. Okay, was brauchen wir denn? Weihnachtsaufkleber. Was sind denn bitte Weihnachtsaufkleber? Weiß ich nicht. Ach, das hier bestimmt. Das muss die Maske für einen Einäugigen sein. Ja, okay. Wir haben hier wohl irgendwo noch ein Foto. Aber dafür müssen wir irgendwas auch... Ah, hier ist noch so ein Weihnachtsaufkleber. Brecheisen. Ja, habe ich auch immer so rumliegen. Was mache ich jetzt hiermit? Ah, das war das Foto. Und die Maske müssen wir bestimmt auch zusammenbasteln. Unterm Regenschirm das Fernglas? Hä? Wo? Was? Das Baby von den Dinos? Wo? Nee, das ist nicht die Garnspule. Links unten vom Zylinder. Oh, und wieder disconnected. Cool. Ich habe keine Ahnung, warum der dauernd disconnected. Die Klarinette. Da. Danke. Ja, das ist ja das Fernglas, aber nimmt er nicht. So, wo ist der zweite Teil der Maske? Wo ist die... So, seht ihr überhaupt noch irgendwas? Jungs und Mädchen? Ja, tut ihr. Unter dem Hut so links? Hier ist doch nichts. Ach so, der hat den Chat jetzt nicht gescrollt. Nein, merkwürdig. Rechts dort? Hä? Was seht ihr da?
Kostüm der Uhr. Hier? Nein. Rechts neben der Uhr? Dem Wecker hier, ja? Ja, das ist der eine Teil der Maske. Wo ist der andere? Mittig oben im Regal. Hier so? Das fängt ja schon super an hier. Warum bitte habe ich nochmal Schneesturm genommen? Dass da dauernd disconnected steht, liegt übrigens am Server, weil das Programm läuft die ganze Zeit einwandfrei. Ah, hier. Was für ein Fund. Sehr nützlich. Ein Testament. Eine gute Vorkehrung allemal. Aber was hat ihn dazu veranlasst? Geehrter Mr. Scrooge, vielen Dank für Ihre Bitte auf Errichtung eines Testaments. Bitte suchen Sie unser Büro jederzeit während der Woche auf. Falls es Ihnen unmöglich sein sollte zu reisen, entsenden wir einen Rechtsanwalt auf einen Hausbesuch zu Ihnen. Ah. Lies auf. Er wird sein Türklopfer. Da, da, da. Erinnert mich an Disneys Fantasia. Da kam dieses Lied auch mit Elfen. Voll süß. Achso, falls ihr jetzt 10 verpasst durch das dauernde Disconnected, könnt ihr euch ja später im Video ansehen. Denn die Aufnahme hat nicht gestoppt während der Zeit. Er schläft. Da er mich persönlich herbestellt hat, sollte ich ihn lieber aufwecken. Hallo? Eine Gabel? Don't let me frighten you. I mean you no harm. I'm the ghost of Christmas past. Scrooge is your uncle, so I don't need to tell you what a miserable excuse for a human being he is. But you can help me change him and save him. All you have to do is change the events that made him who he is. I've made time stand still. That's why everything's so quiet here. Now open your uncle's medallion to see the first event in his past. This one is very sad, and it determines Scrooge's fate for many years afterward. Unglaublich. Ich habe die Chance, das Schicksal meines Onkels zu beeinflussen. Alles beginnt mit dem Medaillon, das er trägt. Neue Aufgabe. Erfahre das Geheimnis von Onkel Scrooge's Medaillon. Oh, Mäuschen! Süß! Was ist das jetzt? Buchmarke.
Keine Ahnung. Ah, da ist was drin, da kommen wir nicht dran. Da brauchen wir jetzt bestimmt irgendwann mal Wasser für, aber nicht jetzt. Mein Onkel sieht nie fröhlich aus, nicht mal in seinen Träumen. Ich werde alles tun, um dies zu ändern. Und schon wieder disconnected, das ist schon ein bisschen ätzend. Bah, Humbug! Oh. You know I don't care much for decorations, nor visitors. Ich habe wiederholt versucht, eine Verbindung zu meinem Onkel aufzubauen, doch er hat mich abgewiesen. Ein Entwurf meines Briefes von Onkel Scrooge. Er wollte wohl nicht, dass ich von seiner angeschlagenen Gesundheit erfahre. Meine Liebe, seit kurzem habe ich Albträume, in denen Geister vorkommen. Ich werde von seltsamen Visionen heimgesucht. Mein Herz wiegt schwer und ich weiß nicht, bei wem ich Hilfe suchen soll. Ich fühle mich schlecht und kann nicht einmal meinen Lehnstuhl verlassen, um nach der Post zu sehen. Aha, hier brauchen wir was zum Schneiden. Ah, Buchmarke. Jetzt haben wir so ein anderes Werkzeug. Hier ist sonst aber nichts. Kriegen wir das vielleicht damit auf? Eher nicht. Diese Jahreszeit hat eine enorme Wirkung auf mich. Ja. Nee, hier ist nichts. Ja, wir fressen das Lebkuchenhaus auf. Nee, weiter geht nicht. Was haben wir da jetzt? Herzhälfte. Oh. Nein? Vielleicht brauchen wir noch so eine zweite davon. Riemen und eine Herzhälfte und ein Fenstergriff. Ja. Zeitlebens ist Ebenezer in allen Porträts alleine zu sehen. Wenn er nicht so böse wäre, hätte er bestimmt Gesellschaft. Ein verlassenes Haus ist immer ein trauriger Anblick. Ich bin die Einzige, die ihn besucht. Onkel Scrooge mag Fotos mehr als die Menschen darin. Warum geht das nicht auf? Hoppla, lass mich was anderes versuchen. Okay. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht aufgeht. Onkel Scrooge mag Fotos mehr als die Menschen darin. Ja, ist doch okay. Oh, ein Bär. Bringt uns aber nichts. Die Person hier redet sehr wenig. Findet ihr nicht auch? So konnte mein Onkel als kleiner Junge also Dummheiten begehen. Er ist durch das Fenster entwischt. Also ich meine jetzt, redet wenig im Sinne von, wenn man irgendwas anklickt. Solche Kommentare wie den hier oben, die müsste es eigentlich öfter geben. Krähen mögen glänzende Dinge. Sie wird dies nicht kampflos hergeben. Was ist da drin? Was ist das denn? Hä? Okay, ja, da fehlt jetzt halt noch ein Stück.
hier ist so eine Zwille. Da können wir doch jetzt bestimmt hier den Riemen dran machen. Oh, wie gemein. Disconnected eigentlich nur der Chat, also bleibt euch das Bild erhalten. Das ist schön. Wichtig ist, dass ihr das Bild seht. Der Chat ist doch erstmal... So, und jetzt? Oh, it's Belle. She was the best thing that ever happened to Scrooge. And it was all your fault he lost her. It sure was. Ah, those were the days. I stole the ring and ruined their engagement. And she married that other man. Ever since then, Scrooge has hated the world. He gets greedier and grumpier every year. Exactly. My plan worked perfectly. He's miserable. You're miserable. It's a win-win. We'll see, old friend. I've got plans of my own, you know. Have fun with that. Don't listen to him. That one lives to cause trouble. But we can still change Scrooge's fate. If you take me with you, I can help you. I can animate things. That's helpful, right? Now, let's get to the nursery. Away we go! Gruselige Leute. Finde Onkel Scrooges Tagebuch. Das ist, glaube ich, auch aus dem Nussknacker. Das ist also Scrooge altes Familienkinderzimmer. Meine Mutter und mein Onkel sind dort aufgewachsen. Ich habe einen von 34 Pinguinen gefunden. Okay. Es ist schade, dass Scrooge nie erwägt hat, diese Spielzeuge zu spenden. Was ist das denn? Wenn alle drei Figuren einen Tanz aufführen, sollte sich der Vorhang öffnen. Trägst du einen String? Nein! Oh Gott, ist der hässlich. Oh, Gänsehaut. Alter, und das im... Also, mit solchen Spielzeugen könnte ich aber nicht schlafen. Meine Mutter und Onkel Scrooge, die sehen so jung aus. Ja sicher, wie alt ist das Foto denn auch? Wenn es stimmt, was der gute Scrooge sagt, könnte man diesen Vogel fliegen lassen. Meine Mutter war offenbar die letzte Person, die Ebenezer je geliebt hat. Meine jüngere Schwester Fanny war eine wahrhaft zierliche Person mit einem großen Herzen. Ihr Verlust hat mich ruiniert. Ich kann den Anblick ihres Kindes kaum ertragen, da mich das nur an sie erinnert. Na danke. Hey Kind, ich mag dich nicht. Ja, irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Ich dachte, hier könnte man vielleicht... Boah, der schon wieder... Vielleicht können wir ja die Strickleiter am Fenster benutzen, um rauszukommen. Da. Und den Schürhaken vielleicht hierfür? Nee, na gut. Zum Glück ist Weihnachten nur einmal im Jahr, außer in Österreich. Das ist 100-mal. Eine von Londons vielen Straßen für Weihnachten dekoriert.
Scrooge ist wirklich krank, der Arme. Ich bemitleide ihn. Meine Vergangenheit verfolgt mich. In solchen Momenten denke ich manchmal, dass es ein Fehler gewesen sein mag, derart auf Geld aus zu sein. Mein Reichtum hat mir kein Glück beschert. Ich bin einsam und werde bald sterben. Allein. Um zu Wasser zu gelangen, muss ich es reparieren. Zieh doch mal hier das Zeugs raus. Willst du nicht? Tülle. Ach, für die Gießkanne bestimmt. Wir haben jetzt eine Hupe. Nee, ein Horn. Okay. Hupe wäre lustig. Was können wir hier wohl dranhängen? Das ist aber sehr, sehr spärlich hier mit Hinweisen. Okay, ich glaube, hier ist erstmal nicht. Ah, hier ist noch ein Pingu. Ja. Genau deswegen dachte ich, habe ich auch Hupen gesagt, weil Möpse. Okay. Ihr versteht mich einfach viel zu gut. So, vielleicht können wir jetzt hier was mit der Gießkanne machen. Und mit dem Schürhaken dieses Ding rausholen. Käfigornament. Gib dem guten alten Scrooge einen kleinen Stoß. Aber wenn wir Ja machen, ist es was Gutes. Wenn Nein, dann nicht. Können wir vielleicht das Ende beeinflussen oder so? Egal, wir machen jetzt Ja. Zeige auf den mechanischen Vogel, um den guten Scrooge zu zeigen, dass er diesen animieren soll. Up, up and away! Er lebt, er lebt, er lebt! Das bedeutet, dass er fliegen kann und ich kann fliegende Helfer immer gebrauchen. Sammle den animierten Vogel ein. Dank dem guten Scrooge kann er nun fliegen. Dem guten Scrooge. So. Ich schätze, er erledigt die Sorgen. Ach, hier der Gute. Tja, wir haben jetzt diesen Vogel und eine Gießkanne und eine Hupe und ein Horn, Verzeihung, und eine Feder. Dein Geld oder deine Liebe verloren. Dein Geld oder deine verloren geglaubte Liebe. Tja, wer weiß. Jemand eine Idee, was wir jetzt machen müssen? Erstmal noch ein Pingu einsammeln. Die Stadt schläft für das anstehende Weihnachten bereit. Obwohl ich jetzt so einen krassen PC habe, ist der jetzt bei 80% Systemauslastung. Das ist schon krass irgendwie. Das ist wie ein Chrome. Also, irgendein Hinweis? Nee. Ja, aber der Weg ist zu. Dafür hat nur der Onkel einen Schlüssel.
kann er nicht. Vor allem, wofür ist diese dumme Feder gut? Ich bin hier. Und überall steht, hierhin sollte ich später zurückkehren. Orte, an denen aktuell etwas zu tun ist. An keinem. Super. Liebe Leute, ich kenne Pingu auch, aber... Hey, 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 helf mir lieber! Das ist eine gute Idee. Können wir den Onkel wohl so retten? Nein! Netter Versuch! Wir hier so gar nichts machen können. Ja, hier müssen wir irgendwie dran, aber ich habe keine Ahnung wie. Ein schönes Gemälde von einer Landschaft unweit der Stadt. Es muss aus der Kindheit meines Onkels sein. Ich wüsste auch gerne, wie wir diesen Schrank hier aufkriegen. Oder wir wecken den Onkel mit der Hupe. Nein. Na gut. Wie es aussieht, habt ihr gerade alle keine Ideen. Dieser Schacht führt in den Salon hinab. Der auch. Hätte ja sein können. Ich wüsste auch mal gern, wofür wir diesen Vogel brauchen. Also fällt euch gar nichts ein? Gut oder bin ich gut? You didn't want to read that, did you? Spasti, Alter! Neue Aufgabe, besiege den Eisteufel.
Los, animier die. Oh. Infos. Ordne die Bretter so an, dass die Figuren Nussknacker bilden. Wähle ein Brett und dann die Stange aus, zu der du es verschieben möchtest. Größere Bretter dürfen nicht auf kleineren platziert werden. Ach, das ist wie Towers of Hanoi. Da, 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 da. Ich glaube, bei Barbie und der Nussknackerprinz kam diese Musik auch vor. Dass euch das daran erinnert, ist also gar nicht so verkehrt. In solchen Spielen, wie ihr seht. Überlege ich nur gerade, wen ich zuerst zusammenbaue. Ich glaube, es geht leichter. Jetzt habe ich das Problem, dass ich das hier ja noch irgendwie dahin kriegen muss und das Stück zu groß ist. Ach so, das geht da ja auch nicht hin. Am eigenen Sabber verschluckt, geil. Was ist das jetzt hier? Fred ist glücklich, wenn er Milch hat. Prinzessin Mary mag ihr rosa Zimmer. Der mutige Nussknacker ist bereit, den Rattenkönig anzugreifen. Wo ist denn der mutige Nussknacker? Der König schwärmt für seine Behausung im Keller. So, was ist noch falsch? Was ist das denn hier? Ach, das ist ein Zepter. Ah, hier ist schon mal alles korrekt.
Weil das hier leuchtet. Das ist ja schon cool irgendwie. So, jetzt fehlt hier... Oh, nein, 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 nein. Noch der Napf beim Kater. Richtig? Nein, es fehlt noch irgendwas. Ach, das Spielmäuschen hier. Was für ein geiles Rätsel, bitte. Blume. Wisst ihr, wo wir die Blume unterbringen können? Erinnert sich da jemand dran? Ich wette, dass dieser Schlacht in den Flur führt. Böser kleiner Kobold, von mir kannst du dich nicht verstecken. Jetzt habe ich eine Linse. Wo brauche ich die denn wieder? Ich habe vielleicht Angst vor. Federn? Nein. Okay. Was müssen wir nur mit der Blume machen? Der Meinung, der Affe braucht diese Hupe in der Hand, weil diese Affen immer Hupen da halten, aber Nee, hier irgendwie auch nicht. Hier müssen wir irgendwann mal irgendwas hinhängen, aber niemand weiß so genau was. Die Feder vielleicht, oder die Hupe, oder die Linse, oder die Blume. Nein, gut. Gemälde im Flur. Tatsache. Den Fleck habe ich auch gesucht, aber ich wusste nicht mehr, wo er ist. Und jetzt? Oh. Das hier 115? Geh noch mal raus. Oder 145? Ach, die 5 fehlt. Oder vielleicht 1, 4, 3, 3, 2? Nein? Na gut. Und das Wappen hier war draußen. Wir haben jetzt eine Drahtbürste und einen Meißel. Okay. Nee. Meißel, what the fuck? Meißeln wir jetzt das Eis weg? Nein. Okay. Ah, Moment. Vielleicht können wir mit dem Meißel hier. Auch nicht. Hätte ja sein können. Kann der hier was tun? Nee. Schade. Und warum ist der Vogel eigentlich schon wieder weg? Ich hätte den gern behalten. Nee, dafür brauchen wir keinen Meißel.
Was bringt uns das jetzt, dass wir einen Meißel und eine Drahtbürste haben? Das habe ich schon versucht, das hat nichts gebracht. Da, geht nicht. Huch. Ich weiß jetzt nicht, wie wir hier hingekommen sind, aber wir nehmen mal diese Brezel mit. Die brauchen wir nämlich da draußen. Deswegen gibt es auch gleich andere Musik. Die kommt nämlich hier an das Schild. Und jetzt haben wir ein Lineal. Das wird immer verrückter. Und damit hauen wir den jetzt. Nein, tun wir nicht. Hätte ja sein können, mit dem Lineal so voll fett auf die Finger. Du, böses Stück. Auch diese Schriftrolle nicht benutzen. Ach so, stimmt, die Pumpe müssen wir sauber machen. Okay, hat aber nicht gereicht. Abstauben mit der Feder. Anhupen. Hey, du Drecksding. Was sagt denn die Karte? Nein, nicht du, die Karte. Achso, die gibt uns in dieser Hinsicht ja keine Tipps. Ebenezer Scrooge was born into a poor, struggling family, but the boy escaped into the world of books, imagining himself a brave hero or a crafty villain. Moment, wir brauchen zuerst Rot 3, dann Rot 2, dann Rot 1, dann Grün 3, 2, 1, Gelb 3, 2, 1. Young Scrooge was a misfit, his only friend, his sister, Fan. Ach so, das ist, glaube ich, seins. Oder? Keine Ahnung. Doch, doch seins.
When Scrooge came of age, he apprenticed in Mr. Fezziwig's warehouse. Es ist nicht schwer, den Heddy zu handeln. Ja, Jordan darf das. Als Scrooge volljährig war, wurde er in Mr. Fezziwigs Lagerhaus ausgebildet. As a young man, Scrooge loved to dance. On Christmas Eve, people from all over the quarter came to the warehouse and danced till dawn. There, Scrooge met a pretty girl named Belle. It was love at first sight for them both. Isabel, um genau zu sein. Rätsel vorstellen. Das verstehe ich nicht. Ich raff's nicht. Ja, dass sie beide auf ihre Herzen, auf die Herzen ziehen müssen, das verstehe ich, aber ich verstehe nicht, wie man das hinkriegen soll. Oh, minimal. Ha. Es ist nur schwer vorstellbar, dass der olle Scrooge einmal jung und in ein hübsches Mädchen verliebt war. Ach, verkehrt. Blaue Schneeflocke und Sekretärschlüssel. War Scrooge nicht als abergläubischer Mensch bekannt. Seltsame Vision. Ich denke, ich weiß nun, was er meint. Diese Laterne hat mich eine Summe bar jeder Vernunft gekostet. Doch wenn der Trödelhändler mir nicht versprochen hätte, dass mich die Laterne vor bösen Geistern beschützen kann, hätte ich niemals eine solch hohe Summe ausgegeben. Ventilrad. Bonbon?
Die erste Pause kommt gleich. In so 1-2 Minuten. Ich muss nämlich auch mal wohin. So, wir haben jetzt Wasser und eine Schneeflocke. Und damit gießen wir jetzt über den Ober. Den Troll, wie auch immer. Oder über das Feuer. Nein. Vor allem, wofür ist diese Schneeflocke gut? Ah, Moment, hiermit können wir bestimmt die Blumen gießen. Die uns die Zahl 5 hinterlässt. Oh, wir können hier wimmeln, liebe Leute. Aber ich würde sagen, wir machen hier jetzt tatsächlich mal 10 Minuten Pause bis 7:45. Ist das okay? Dann kann ich mir nämlich einen Kaffee holen und einen Lebkuchen und aufs Klo gehen und meine bessere Hälfte knuddeln und was man sonst so tut. Na, also, ihr Lieben, wir sehen uns um 7:45 und diesmal denke ich auch daran, Pause zu machen, nachdem ihr das hier gehört habt.